Hallo Leute, ja, wir sind hier bei der Pufffarm angekommen. Der Mordrak hatte mir geschrieben, dass wir hier Wasser reinkriegen, indem wir einen Flaschenentleerer natürlich benutzen, den auf sauberes Wasser stellen und dann schauen, dass wir da die Menge passend haben. Er sagt schon, wenn man nicht aufpasst, dann ist der Raum halb voll. Okay, dann wollen wir mal gucken, dass wir das irgendwie so hinkriegen. 2 Kilogramm pro Feld hat er mir noch geschrieben, muss da rein und ja, vielleicht muss man auch den Flaschenverteiler Entleerer ein bisschen verteilen, damit das gleichmäßig wird. Okay, dann werden wir uns nach dem Logo da mal das anschauen, wie wir das hinkriegen. So, dann machen wir erstmal laufen lassen und dann brauchen wir Sanitär, dann brauchen wir den Flaschenentleerer. Und ja, ich würde den jetzt mal hier hinsetzen wollen und auf jeden Fall hier einen hinsetzen wollen, um zu gucken, wie das so wird. Machen wir mal gerade bei den beiden Prio 9, damit das schneller geht. Und ja, wir wollen das ja beobachten, ne? Dass die das fertig machen. So, da kommt der erste Dieb schon. Aber hier können wir schon mal. Ah, jetzt fängt schon an, was der Modrak sagte, ne? Dass man hier jetzt so abgelenkt ist, ne? Da muss man wohl fürchterlich aufpassen. Der Raum ist auf jeden Fall schon zu. Hier müsste man auch Klamotten abholen, wie Magmatit zum Beispiel, ne? Ja. Ah, komm, wir gehen einmal rüber und machen den Magmatit hier irgendwo rein. Der hier irgendwo voll sein wird eigentlich, oder? Ist das der erste hier? Ne, da ist Sand. Aber dann können wir ja schon mal so gleich so viel leer machen. Ist hier Magmatit drinne? Ja, so sieht's aus. Gut, schnell wieder zurück und wir bleiben bei unseren Flaschenentleerern, die immer noch nicht gemacht sind. Und hier habe ich das Abreißen denn gemacht, zerlegen. Wahrscheinlich habe ich irgendwas anderes gemacht, aber nicht zerlegen. Ja, da kommt gerade wieder was mit dem Dupe. Okay, der erste wird schon gebaut, sehr gut. Und jetzt müssen wir Flüssigkeiten, Wasser. So, und da müssen wir aufpassen, dass da einer kommt und das reinsetzt, ohne dass wir da ein Basseng machen. Und vielleicht müssen wir das Ding noch irgendwie umbauen dann, ne? Das haben wir schon mal richtig, ne? So, da kommt nämlich schon wieder was raus. Das ist Schleim. Okay, der müsste dahin, aber der, ja, wird schwierig hier mit dem Wasser wahrscheinlich. Hier hat einer was aufgehoben. Keine Ahnung, was das gerade war. Ich muss jetzt hier bleiben, sonst wenn ich weglaufe, ich kenne mich doch. Ist das immer noch nicht abgebaut? Zerlegen, abbrechen. Okay, da unten runter haben sie gemacht. Hoffentlich kommen sie da jetzt auch rein oder raus. Sieht aber erstmal gut aus, oder? Sollte man hier noch eine Leiter hinmachen, zur Sicherheit? Das Ei ist da geliefert worden, okay. Flaschenentleerer. Wieso steht hier eigentlich Kilogramm hinter? Ja, müssen wir mal gucken, ne? Wenn ich das auf 5 mache, was heißt das dann? Dann wird ganz viel Wasser entleert? Ich weiß es nicht. Keiner bringt eine Flasche wahrscheinlich hier vorbei, oder? Die Eierschalen werden aufgenommen. Ah ne, das war rohes Ei. Okay. Er ist hier blitzblank. Hier ist auch Schleim, ne? Denn hier drin? Da müsste ja Schleim drin, ne? Da ist nur Schleim drin, aber es ist kein Schleim drin. Auch gut, ne? Hier kühlt das, okay. Er hat gerade wieder was fallen lassen. Also mit dem Schleim und Filtern, das funktioniert rein theoretisch richtig gut, denke ich. So für meine Ansprüche wahrscheinlich auch nur. Hier ist noch kein Wasser reingekommen. So, Aufräumtaste können die nochmal wählen. War doch hier aufräumen, naja.
Mal hier alles aufräumen, bitte. Falls da noch was liegt. Also hier geht es jetzt wahrscheinlich wegen dieser tollen Tür nicht abreißen, oder? Kann die denn mal einer abreißen? Okay, jetzt ist wahrscheinlich auch gerade Nacht, oder? Kann das sein? Ne, die sind auch doch, sind gerade alle im Badezimmer. Komm, wir gucken mal einmal schnell hier rein. Wähle eine Blaupause, Hilfspaket. Das hört sich doch gut an. Drucken mal. Und dann können wir auch noch mal ableveln. Oh, mehrere. Bad. Schutzanzug. Zack. Verbesserte Tragfähigkeit. War das hier noch gut? Ja, zum Glück. Da muss ich mal aufpassen. Hier machen wir es besser nicht. Hier geht noch was. Umgang mit Kranken. Machen wir ruhig. Hier unten. Ah, er ist schon ziemlich weit da. Ach, er ist schon bis zum Ende sogar. Und, oh doch, hier könnten wir gerade was machen noch. Aber muss man das alles machen? Immer die Frage, ne? Hier, verbesserte Stärke müssen wir auf jeden Fall machen. Ist schon Wasser angekommen? Nein. So, der eine Duplikant der Fertigkeit, die lassen wir so. Niemand bringt mir hier Wasser vorbei. Vielleicht haben wir auch gerade kein Wasser, aber das wäre auch frisches Wasser zapfen, oder? Oder wie ist das? Und wir können ja mal hier gerade aufwischen. Wenn da was geht, weiß ich nicht. Hier geht auf jeden Fall was und ja, da geht auf jeden Fall was, da nicht. Hier soll auch abgebaut werden, passiert auch nicht so wirklich, ne? Der Tank ist voll, das ist auch so. Mit dem Sprudler muss ich auch noch dran erinnern. Ja. Jetzt wird hier aufgeräumt. Auch hier sieht es gar nicht mal so schlecht aus mit Bauen, ne? Wo sind die Farmen? Noch kein Wasser drin, ne? Okay. Ich glaube, hier müssen wir auch dann weiter vorankommen erst. Das kann schon weg. Keine Ahnung, wofür es gut ist, aber wir machen es mal weg. Ist auch so ein Raum, der von da erschlossen werden kann, ne? Hat einer da unten schon was aufgewischt? Ja, es wird gerade aufgewischt. Sehr cool. Ja, ich glaube, das können wir gleich abbrechen. Weil Katharina wird sich da, ne? Wasser, 462 Kilogramm. Das wird spannend. Zwei pro Kilo. Okay. Wir werden es trotzdem machen. Ach, da können wir es auch noch runterlaufen lassen. Vielleicht klappt das ja sogar. Den lassen wir erstmal aus. Wenn zu viel hier drin sein sollte, machen wir den Stein weg. Dann plempert hier noch was runter. Vielleicht können wir das mit einem Ding dann lösen. Aber ist dann die Frage, ob wir es gleichmäßig verteilen können. Ne? Wir werden sehen. Es wird spannend werden. Wann kommt die erste Flasche angeliefert? Vielleicht muss ich erstmal hier aufräumen sagen, ne? Und ich kann ja bei dem Aufräumen auch Prio 9 machen, ne? Da müsste ja einer sofort kommen und das hier machen, ne? Stellt sich mir gerade die Frage, kann das dazu oder? Bestimmt kann das zu. Das Wasser hier ist ja für Bleistein und so, oder? Ja, Bleistein ist sogar drin und Oxalit ist auch drin. Sehr gut. Hier gibt es keine Luft drin, das ist schlecht. Das ist alles unser Basis noch, ey. Da müssen wir auch noch dran kommen. Das Hilfspaket muss aufgeräumt werden. Das muss in den Kühlschrank, ne? Kühlschrank ist kein Platz, oder was? Wo ist der Kühlschrank beim Essen? Wo ist das Essen? Da. Salat kann hier doch auch rein, ne? Ich sehe kein Ei, kein Pilz. Doch da. Frittierter Pilz. Ja, jetzt ist auf jeden Fall schon der Pilz weg. Jetzt wird spannend. Ah, doch nicht. Ich dachte, er bringt schon Wasser hier rein. Wir produzieren hier auf jeden Fall Algen.
Und wir haben wahrscheinlich noch nicht mal irgendwo die Möglichkeit, Algen zu lagern. Das ist auch noch ein Problem hier. Wir bringen hier nur Schleim rein, oder? Ach, die wird ja sowieso sofort verbraucht, oder? Oder löst die sich auch an Luft auf? Das weiß ich jetzt gerade nicht, ne? Das ist die nächste Frage. Auf jeden Fall wird geliefert. Ah, da war gelagert, aber jetzt nicht mehr. Da wird der Kompost gemacht, okay. Vom Kompost muss immer ein bisschen feucht sein, ne? Also ist das mit dem Wasser da reinschütten gar nicht so schlecht. Erzeugt auch verschmutztes Wasser, okay. Aber was passiert hier? Noch kein Wasser da. Einer schon das geholt. Wo ist denn das? Da. Oh ja, geholt hat es schon einer. Irgendwer muss es dann da hinbringen, oder? Ah. Nee. Nee, da ist nur verschmutztes Wasser. Naja. Dann ist erstmal gut, glaube. Einen anderen Flaschenleerer haben wir ja nicht, meine ich, oder? Oder haben wir irgendwo anders? Nein, wir haben irgendwo so anders einen Flaschenleerer für sauberes Wasser. Glaube nicht. Den haben wir nur hier. Aber ich weiß nicht, wer das hinbringt. Bringt sie das da, oder? Nö. Lindsay hat jetzt ein Ei gebracht. Auch schwierig, ne? Das müsste da eigentlich hin. Blitzbankbufflet. Welche Eier haben wir? Das ist die nächste Frage, ne? Puffprinz. Jetzt wollen wir das mal brüten. Weil hier ist ja auch ein anderer dran. Aber diese Produktion ist schon schwierig dann, ne, oder? Und was hier schon wieder? Granit ist voll, okay. Einmal aufs Lager geguckt. Das war Sand. Schon wieder voll. Wo ist denn Granit hier? Gar nicht. Granit kann dann da auch rein, oder? Wir müssen gucken, dass das Wasser klären da. Ja, passiert leider nicht so viel gerade. Keiner bringt das Wasser vorbei, das ist auch so ein Problem. Hier liegt noch Schleim. Ist was mit der Automatiktür nicht in Ordnung? Dann dürfen doch alle rein und raus. Geht auch. Schleim wird jetzt hier reingebracht. 19 Kilo. Ist nichts drin, aber hier geht's voran. Also es wird auf jeden Fall hier produziert, dass wir Alge kriegen. Ne? Also so ist nicht. So ein bisschen was geht da. Oh, hier ist noch ein Erdgasding. Und wie weit sind wir hier unten? Leider nichts passiert bisher. Ich weiß auch nicht. Kommen die hier nicht vorbei? Kann das sein? Ne, ich meine, die kommen da vorbei, ne? Nee, warte mal, dann machen wir gleich ein Treppchen hin. Oh, hier sind noch Algen, ne? Müssen wir auch drüber nachdenken noch, ne? Diese Leiter können wir auch ein Stück abreißen. Weil ich glaube, das ist die Originalleiter, ne? Ja. Wird alles zerlegt. Wasser? Immer noch nicht. Ah, das mit dem Wasser, das macht mir schon jetzt Angst, ne? So, wen haben wir denn hier? Kompakt-T. Brüte den mal aus, ist ja nur einer. Wer macht das Wasser? Keiner? Hier auch nicht. Das Ei wurde jetzt aufgenommen und da reingemacht. Gut, dann kriegen wir hier auf jeden Fall schon mal kein Spiegelei mehr. Ist das Wasser? Nein. Es wird immer noch Schleim gebracht. Die Alge liegt hier so rum. Wird die Alge dann mitgenommen? Das ist die Frage. Wo ist unsere Sauerstoffproduktion?
Hier. Kalorien haben wir genug. Alge, ja, sind nur 3,8 Tonnen knapp. Aber da unten ist noch welche, wenn es zum Abbauen. Also so ist nicht. Das mit dem Wasser wäre schon schön, wenn das hier einer mal ausschütten würde, ne? Vielleicht haben wir jetzt den Flaschenleerer mal richtig eingesetzt. Das Wasser ist weg, ich weiß aber nicht, wo es ist. Und was mit dem Aufwischen passiert, das ist die Frage. Da ist es noch an, aber hier kann nicht gewischt werden, weil ja, Wasserstand zu hoch. Oh, hier ist der komische Typ. Kompakt pufft, untätig, eingeengt, zahm, hungrig, mürrisch. Ist der auch eingeengt? Ja, sind eingeengt. Hier ist schon wieder einer zu viel drin, ne? Ist da auch jemand eingeengt? Nein. Ja, ich denke, wir müssen überlegen, dass wir nicht so viel mehr brüten dann, oder? Obwohl das eingeengt ist vielleicht auch nicht ganz so schlimm, oder? Ich weiß es nicht. Was produziert denn der? Puffed-Ei, Pufflet-Ei 31%, Pufflet-Ei 69%, okay. Die scheiden Oxalid aus. Der braucht aber Sauerstoff. Ah, vielleicht geht er hier kaputt oder so, weiß ich nicht. Ah, jetzt wird er erstmal gepflegt. Aber vielleicht ist hier auch ein bisschen Sauerstoff drin, kann auch sein. Ab und zu sterben die ja auch, so ist ja nicht, ne? Ja, das mit dem Wasser wird wohl diese Folge nichts mehr, denke ich. Niemand bringt uns Wasser vorbei. Weg ist die Flasche, ich weiß aber nicht, wo sie geblieben ist. Das nächste Problem, hier packt auch keiner an und räumt das weg. Sieht gerade alles ein bisschen mau aus. Jetzt jemand, der Wasser bringt? Nein. Die Algenpresse läuft. Wird tatsächlich gerade auch ein bisschen mehr, wie wir hier sehen, ohne dass ich was abbaue. Also funktioniert das hier einigermaßen. Müssen wir mal gucken, wie es weitergeht, ne? Vielleicht sollte ich hier doch eine Leiter hinmachen. Schon alleine, weil die dann vielleicht hier die Tür aufmachen, da rumgehen können und hier weiterarbeiten können. Wenn sie hier sind, dann brauchen sie nicht hier so irgendwie so ganz kompliziert rum, oder? Bringt einer Wasser? Nein. Es wird wieder gepflegt. Da hat auch wieder einer gekackt. Temperatur 28,5 Grad steht da. Hier sind es 29 Grad, okay. Hier wird jetzt was aufgenommen, aber ich sehe kein Fortkommen gerade mit unserer Wassergeschichte. Die müssen wir aber nächstes Mal dann noch weiter gucken. Ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocken an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Keiner von den beiden hat Wasser. Ja, aber Leitern werden gebaut. Schauen wir mal.